Willkommen zurück zu Silent Hill 4, The Room. Es geht weiter. Ja, ein paar beklagen sich ja, dass die Parts viel zu kurz sind. Aber wie schon so oft gesagt, bei einem Spiel, das fast täglich kommt, halte ich eine Zeit von 20 bis 25 Minuten eigentlich genau für richtig. Ihr müsst auch immer an die Leute denken, die nicht so viel Zeit haben. Und wenn sie dann zum Beispiel, ich sag mal, vielleicht mal eine Woche keine Zeit haben, kann ja passieren, dann haben die schon 7 Parts zum Nachholen oder 6 Parts, wenn ich Dienstagspause mache, bestenfalls. Und das ist schon schwer nachzuholen. Und wenn die dann noch länger gehen, wie so 25 Minuten, dann ist es fast unmöglich, das nachzuholen. Und deswegen möchte ich eine Mitte treffen, etwas kürzer dafür täglich, also fast täglich. Es wird sich ja, wie gesagt, Soma und das laufen ja jetzt parallel. Soma wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange gehen. Und dann wird das ja das Nachfolgeprojekt. Wenn es mit meiner Zeit hinhaut, vor allem, das kann ich nicht immer versprechen, dann wird es ja täglich außer Dienstags kommen, weil da ja unser Livestream-Tag ist. Oh Gott, an die Stelle erinnere ich mich. Wir müssen hier, ich glaube, durchfetzen. Denn da kommen immer... Ah, oh, ne, durchfetzen war die falsche. Oh, das ist so ekelhaft, die Stelle. Hier müssen wir aufpassen. Da kommen manchmal Geister aus den Wänden. Da ist schon wieder. Am besten warten, bis er geschlagen hat, dann durch. Ja. Ah, das ist gar nicht so einfach. Ah, ja, toll, gleich zwei hintereinander. Ah, Mann, wie gemein. Ich hasse das. Ich hasse das. Durchfetzen ist eigentlich am besten, was man machen kann. Nein, nicht immer. Henry, am besten bleibst du liegen. Am besten bleibst du auf der ollen Treppe liegen. Okay, so geht das nicht. Ah! Oh komm, das ist aber auch fies. Okay, immer vortäuschen. Ah! Wow! Hat er mich zurückgeschlagen. Oh, ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Ich sterbe hier noch auf der blöden Rolltreppe. Okay, warten, bis er schlägt und dann... Hopp. Jetzt ich. Ja, super, aber was soll ich denn bei zwei... Oh Mann, Leute! Ah. Okay, okay, jetzt bin ich gleich tot. Dann können wir gleich den ganzen Spielstand nochmal laden. So geht das ja nicht. Oh Mann, ist das fies. Oh. Ich hasse diese Rolltreppe. Und diesen Geistern. Wer hat sich sowas ausgedacht? Voll behämmert. Jetzt sind wir fast tot hier. Ich sehe auch nicht ein, das jetzt zu heilen. Entweder wir ziehen das jetzt durch bis zum nächsten Loch oder... Oh nö. Okay, wo will ich denn überhaupt... Wo muss ich denn hin? Oh, Mann. Dreh mal die Kamera. Okay, da liegt Munition schon wieder. Ich weiß nicht, aber ich glaube, man kann die Dinger auch totschießen. Fällt mir gerade... Totschießen ist eigentlich die beste Variante, um keinen Schaden zu nehmen. Oder? Ich weiß nicht, ob man sie totschießen kann. Ich müsste mal ausprobieren, aber... Ich will eigentlich die Munition für die nicht ausgeben. Andererseits war das jetzt natürlich schon ein hässlicher Schaden, den wir bekommen haben. So. Typ vorbei. Ist hier was Wichtiges? Das ist halt das Nervige, ne? Man kann sich nicht wirklich umschauen, was ich ja eigentlich sehr gerne mache in solchen Spielen. Da wird man halt gezwungen, hier gleich wegzufetzen wie so ein Irrer. Ah, das Drehkreuz hatte Cynthia nicht... Oh, guck mal, das ist... Oh, das ist alles hier Cynthias Kram. Zumindest sieht es aus wie die Sachen einer Frau. Auf dem Boden liegen Kosmetikartikel herum. Die müssen Cynthia gehören. Was mich noch mehr beunruhigt, sind die Blutflecken überall. Als hätte sie hier gekämpft gegen irgendetwas. Die Spur folgt hier rein. Da ist eine Tafel an der Tür. Möchten Sie die Tafel entfernen? Ja. Sie haben die Tafel Versuchung. Tafelversuchung, Tafel aus der U-Bahn-Welt. Sie zeigt eine Frau und das Wort Versuchung. Are you okay? Dream, right? I think I drank too much last night.
I never got to do that special favor for you. I feel like I'm dying. Okay. It's just a dream. Cynthia. Man, what's that noise out there? Ja, Freunde, ein trauriges Ende mit der guten Cynthia, was wir nicht verhindern konnten. Es ist nicht möglich, diesen Tod zu verhindern. Aber ja, eines muss ich ja an der Stelle nochmal ganz klar sagen. Es ist ein genialer Soundtrack. Room of Angels, dieser Song, der hat es mir so angetan. Einer der besten, die es in Silent Hill gibt. Natürlich gibt es viele tolle Songs in der Silent Hill-Serie. Aber Room of Angels gehört definitiv zu einem meiner absoluten Favoriten. Und vielleicht können manche sich ja schon so ein bisschen denken, was da draußen für ein Lärm ist, beziehungsweise weshalb. Das sind ein Krankenwagen und ein Polizeiauto beim U-Bahn-Eingang. Ist das Cynthia? Wir haben schließlich Cynthia auch da reingehen sehen. In die U-Bahn. Also warum sollte sie dann auch nicht eventuell jetzt gestorben sein? Leider ist das kein Traum gewesen. Ja, ich kann jetzt die Kamera gerade nicht drehen. Ich schätze, ich muss drücken. Ja, da rennen sie alle wie wild rum. Ja, wer weiß, wie es jetzt für die Außenwelt aussieht, was da jetzt genau passiert ist. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, wir haben es sehr unschön gesehen, sehr blutig. Sie muss sehr gelitten haben, die Arme. Traurig irgendwie, nicht wahr? Und mit dem Lied, das war einfach eine krasse Szene. Ich hätte gedacht, dass die U-Bahn-Welt noch ein bisschen länger geht, aber immer wenn wir solche Platten bekommen, ist erstmal Ende damit. Warum ich dachte, dass die U-Bahn-Welt noch weitergeht, kann ich euch zu einem späteren Zeitpunkt erläutern. Aber na gut, das Wichtigste haben wir.
Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges verpasst, aber nee, eigentlich Wichtiges konnte man gar nicht verpassen. Eher Kleinigkeiten, aber wir waren ja überall. Meistens. Naja, U-Bahn-Welt. Wer weiß, vielleicht werden wir es ja wiedersehen. Ansonsten hier, glaube ich, könnte ich erstmal nichts mehr angucken. Das Telefon, die wird mich jetzt nicht mehr anrufen. Eine neue Nummer habe ich auch nicht. Was für ein Albtraum. Wie traurig einfach nur. Gut, dass ich mich nicht geheilt habe. Denn jetzt sind wir es natürlich wieder. Hurry up and get that Oh. ambulance. Quit yapping and move her already. Damn. She's got numbers carved into her chest. I wonder if. Genau, diese Zahlen, die auf ihrer Brust geritzt waren, ich glaube 16121 oder so, das ist natürlich auch äußerst seltsam. Warum sollte man so etwas tun? Ein Monster würde das nicht tun. Ein Geist wohl auch nicht. Warten wir mal ab. So, läuft was in der Klotze? Fernsehen und Telefonfunk. Ach ja, stimmt ja. Als ob jemand absichtlich die Kommunikation abgeschnitten hätte. Läuft sonst noch was im Radio? Wahrscheinlich nicht. Ich lass mal kurz laufen, vielleicht. Nee, da kommt nichts Gescheites rumrum. Fenster gucken. So, da hinten sehen wir natürlich immer noch den Krankenwagen. Wie traurig das einfach nur ist. Wir konnten nichts machen. Ah. Naja, hier ist hier mal wieder die Nachbarn. Die einen noch am Pennen. Der andere hier am Couchen. Nichts Spannendes. Aber naja, gut. Was will man erwarten? Nee, hier ist nichts Aufregendes. Ich würde gern nochmal ganz kurz ins Zimmerchen gehen. Nochmal aus dem Fenster gucken, ob da nicht noch was passiert, wenn man ein zweites Mal schaut. Ich habe mich nämlich an so eine Szene erinnert, aber. Ach, ist ja das Gleiche. Das kommt gar nicht mehr in nah. Ich dachte, man hätte mal gesehen, wie sie es sind, ja, da rausholen, also so ein Krankenbett oder so. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Aber anscheinend machen sie das doch nicht. Okay. Haben wir ja toll gemacht, Henry. Aber es musste wohl sein. Ich konnte ja auch nichts dafür, dass sie mir immer weggerannt ist. Kurz nachdem ich in den Raum gegangen bin, ist ja nicht so, dass ich weggerannt bin vor ihr. Sie hat mir doch einen speziellen Gefallen versprochen. Oh, hi. Aline. Was ist los? Wahrscheinlich guckt sie auch gerade aus dem Fenster wegen dem Tumult da draußen. Und das war's wohl schon. Probieren wir es nochmal. Jetzt hat sie es gemütlich gemacht. Vielleicht liest sie gerade ein Buch. Wer weiß. Oder spielt am Handy rum. Nochmal. Okay, passiert nichts mehr. Vielleicht. Ach, was weiß ich, was er macht. Ist ja auch egal. Ihr könnt damit eh nichts anfangen. Wir sind hier eingesperrt für den Rest unseres Lebens. Ich kann auch aus dem Guckloch gucken. Gucken, ob da was abgeht. Da ist auch nichts los.
gar nichts. Okay. Dann habe ich gesehen, haben wir da unten wieder eine Nachricht bekommen. Da steckt ein fetzen rotes Papier. Obgleich der Kult an sich fort ist, bin ich mir immer sicher, dass sein Geist noch lebt. Es geschehen zu viele seltsame Dinge in dieser Stadt. Ich untersuche zwei Personen, oder vielleicht sollte ich sagen eine. Ich bin nahe daran herauszufinden, was vor sich geht. 8. April. Okay, rotes Tagebuch vom 8. April ab sofort in unserem Notizheft. Ja, sonst fällt mir eigentlich nichts mehr ein. In die Rumpelkammer mal kurz gucken, aber da wird ja auch nichts Neues sein. Meine Rumpelkammer. Nö. Kein Brief oder so oder irgendwas. Alles beim Alten. Gut, dann können wir auch gehen. Wir räumen das Inventar noch auf Speichern und dann gucken wir mal, wo uns das Loch denn nun hinbringt. Vielleicht kommen wir doch nochmal zurück zur U-Bahn. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wie gesagt, ist ja doch schon ein Weilchen her. So, die Tafel versuchen kann ich auf jeden Fall nochmal wegstecken. Den Rest können wir eigentlich genau so lassen. Mhm. Speichern gehen. Speichern wir mal hier hin. So, Dele. Und weiter geht der Spaß. Ab ins Bad. Da kommen wieder die Stimmen raus. Das Loch ist immer noch da. Und wir haben natürlich die Zeit noch und werden da jetzt wieder mal durchschluppen. Das Loch wird größer. Möchten Sie das Loch steigen? Ja. Es wird größer, was im Klartext bedeutet, dass es uns jetzt wohl ganz woanders hinbringt. Mal schauen. Man könnte sagen, in die zweite Welt. War die U-Bahn doch recht kurz. Aber ich erinnere mich da an eine Sache, das hätte doch jetzt schon kommen müssen. Seltsam. Naja, egal. Wenn ich so Sachen sage wie, da hätte doch noch was kommen müssen, dann macht euch keine Sorgen, wir haben nichts verpasst. Also an die blinden Zuschauer, dann kommt es halt später noch. Kann durchaus sein, dass ich da mal was durcheinander bringe. Und wie wir jetzt sehen, sind wir draußen. Zum ersten Mal an der frischen Natur. Ja Mensch. Hier ist einfach kein Loch. Das heißt, ich muss erstmal ein Loch finden, damit ich wieder zurück darf. Es ist zu einer Klippe geworden. Hier kann ich nicht weiter voran. Okay. Mensch, Straußenzimmer. Das ist doch mal schön. Noch zumindest. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Stimmt, wir haben ja auch nicht sowas wie eine Taschenlampe dabei, ne? Oh, jetzt renne ich natürlich hier abseits des Weges rum. Aber warum auch nicht? Ist ja kein verbuggtes Spiel, wo man auf einmal irgendwo ist, wo man nicht sein sollte. Was haben wir denn hier? Da steht doch was geschrieben. Diese Schrift, was bedeutet das? Ah, er kann die Schrift nicht lesen. Jemand hat eine seltsame Nachricht eingeritzt. Diese Nachrichten entziehen sich. Ich kann es nicht entziffern. Ja, er kann es nicht lesen. Haben wir wohl erstmal Pech gehabt. Diese Informationen kriegen wir erstmal nicht. So. Was ist denn das? Ach, das ist nur so ein Baumstamm, oder? Aber da steht auch was geschrieben auf dem Baumstamm. Also auf dem.
abgeschnittenen Stamm. Naja. Da hinten kommt ein Häuschen. Ich kann die Kamera nicht hinter mich drehen. Ich muss es so akzeptieren. Da ist ja mein Loch. Da ist ja schon mein erstes Loch. Okay. Ja, ich denke, das wird sich zeitlich auch gar nicht lohnen, da jetzt noch groß weiterzugehen. Deswegen... Okay, wir gehen noch ein in den Raum rein und dann machen wir halt schon wieder kehrt. Na, wie gesagt, Leute, morgen geht's ja dann gleich weiter. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Oh, neue Gegner. Oh Gott, Fliegen. Oder was seid ihr? Eklige Riesenmotten. Aber die sind einfach. Nein! Auf das Fliegen geschlagen, du Vollidiot! Oh Mann. Henry. Auf die Fliegende! Auf die Fliegende! Hilfe! Hört ihr auch mal auf? Auf das Fliegende! Henry, die sind eklig. Mach's da kaputt. So. Ah, da ist schon wieder eins. Die gehen halt auch wieder auf, wenn ich nicht. Ja, ich sag, gut, Mann! Oh Gott. Hopp, schnell, bevor sie wieder aufstehen. Sie müssen bluten! Nur was blutet, bleibt liegen! Da ist noch das eine. Oder? Nein. Ha, zwei mit einem Tritt. Henry, Master. So, okay. In Ruhe die Munition einheimsen. Jetzt sollte ich langsam doch die Pistole verwenden. Was ist dieses Zeug? Was haben die hier wohl gemacht? Ich weiß es nicht. Hier geht's weiter. Ein mysteriöser Ort. Wir wissen überhaupt nicht, wo, wie, was. Aber... Oh nein. Das nächste Mal sind wir bestimmt schon schlauer. Wo kommst du jetzt her? Ich dachte, ich hätte hier schon gecleant. Ich könnte aber auch noch da nach hinten laufen. Moment mal. Was ist denn da hinten? Hinten rum. Ne, geht gar nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt links rum. Geht aber gar nicht. Okay, die Mistviecher haben wir fertig gemacht. Gehen wir uns in unser Loch und werden den Part zu Ende bringen. Vielleicht können wir noch irgendwo einen Blick erhaschen. Und wenn nicht, dann geht es im nächsten Part hier definitiv flott weiter. Möchten Sie in das Loch steigen? Ja. Wieder einmal. Kriechen wir durch. Bisschen kurz die zweite Welt angeteasert, kann man sagen. So, guten Morgen, Henry. So, schauen wir mal kurz aus dem Fenster, ob die mit dem Krankenwagen immer noch da stehen. Ach, du sollst auch aus dem Fenster gucken. Dass du es nicht aufkriegst, weiß ich auch. Nee, mittlerweile sind sie weg. Der Alltag hat uns wieder. Okay. Kurz noch bei Eline und beim Guckloch rausgucken und dann war's das. Diesmal machen wir erst das Guckloch. Weiß ich da noch gar... Oh! Oh, es klingelt jemand. Oh, ah ja, ich komme. Ah, ich kann nicht aufmachen. Ja. Mal gucken, wer draußen steht. Meine Nachbarin. Help me! Help! Let me out of here! There's something going on in this room. What do you mean? I heard weird noises coming from inside there. Help! Hey, Richard. Can you see anything from your window?
No. Everything looks pretty normal to me. The guy who lives here, what's he like anyway? I know his name and face, but that's about it. Well, I'm gonna go call the super. Yeah, good idea. Damn it. They can't hear me. Aber sie machen sich Sorgen, weil hier niemand mehr aus- und eingeht. Immerhin, Henry. Auch wenn sie dich nicht hören können, vielleicht werden da ja doch noch weitere Schritte unternommen in Zukunft. Naja, wir werden jetzt erstmal einen Cut machen hier und dann geht's das nächste Mal, wie versprochen, weiter. Wenn es hier wieder heißt, Let's Play Silent Hill 4 The Room. Bis denn.